das allererste Spiel bei einer EM, er ist noch sehr jung, Markus Gutmann. Heute ist schon das zweite und hat schon die ersten Erfahrungen sammeln können. Ich glaube, heute wird es besser laufen. Sofort der Service der Türken auf Gutmann. Sie haben auch das gestrige Spiel gegen die Slowenen, den ersten Satz gesehen. Aber Österreich hat den ersten Punkt gemacht durch Philipp Schneider. Wir haben gerade die Statistik des ersten Satzes bekommen. Ganz einfach. Die Türken besser im Angriff und besser im Block. Richtig, das ist es. Die Angriffsquote der Österreicher muss sich einfach verbessern, um Erfolg zu haben auf allen Positionen. Kommt einer der Routiniers die Chance. Und das ist Reiser, der sehr viel Erfahrung hat. Sehr schneller, toller Pfeifangriff von Philipp Schneider. Kommt aus dem Hinterfeld und der Ball ist wirklich schnell aufgespielt. Vielleicht maximal 1,5 Meter über der Netzkante. Hätte von außen anlaufen müssen, damit er den Ball entgegenlaufen kann. Beim nächsten Mal. Er kriegt aber sofort eine zweite Chance, was sehr klug ist von Oliver Binder und die nützt auch. Ich habe aber manchmal ein bisschen das Gefühl, vielleicht sehen wir es jetzt, oder vielleicht falsch ich nicht. Bisschen nieder, das Ausspiel außen. Etwas zu kurz, hätte ich auch gesagt, vorzubringen. 3 Punkte in Folge. Für die Türkei. Der Dreierblock gut gestanden, aber der Wucht des Angriffs von Thomas Sass konnte der Block nicht standhalten. Ball im Out. Gerald Reiser beim Aufschlag. Wäre gut, jetzt noch vor der technischen Timeout ein paar Punkte aufzuholen. Sehr wichtig für die Moral. Ah, genau so. Also wenn du mir jetzt jeden Punkt ankündigst, dann rede nichts mehr, sag's ehrlich. Du kannst ruhig weiter so machen. Ja, perfekt gesetztes Schwungservice, ist wirklich zwischen zwei Spieler, das ist das Wichtigste, damit sich beide bewegen müssen und das ist auch das Ziel und die Vorgabe von Michael Warm gewesen, die Spieler ein bisschen zu bewegen, der Türken. Wieder starker Service. Ich bin ruhig, ich sag nichts mehr. Okay, wir gehen mit 8-7 in das technische Timeout mit einer Führung der Österreicher, das wäre der Optimalfall, wird uns da gezeigt. Ich glaube, Oli Binder hätte nach dieser anderen den Mittelblocker einsetzen müssen. Die Entscheidung wäre vielleicht die bessere gewesen, aber es ist im Bruchteil von Sekunden zu entscheiden. Das geht so schnell. Zumindest habe ich jetzt das Gefühl, vielleicht kommt er doch langsam auf Betriebstemperatur, Thomas Sass. Ja, er löst die Probleme gegen seine Blockspieler sehr, sehr gut. Uns etwas überlegen. Vor allem setzen sie ihre Mittelblocker sehr gut ein, zum richtigen Zeitpunkt. Philipp Schneider spielt eine ganz starke Partie bis jetzt. Eine Klasse besser als gestern. War mein Fehler bis jetzt? Braucht er auch nicht lernen heute. Das muss wirklich nicht sein. Aber natürlich mit dem Selbstvertrauen dieses Satzgewinnes, mit dem Selbstvertrauen, es funktioniert im Prinzip. Jawohl! Lässt sich leichter spielen, aber jetzt endlich dieser Schnellangriff, auf den wir schon lange warten, über Daniel Gavan, jetzt hat es funktioniert und das muss doch, das soll doch Auftrieb geben. Vom türkischen Angreifer. Schwierig, schwierig, gut gelöst. Markus Gutmann bessert da seine verhaute Annahme gleich selber aus. Und optimaler Höhe den Ball abgeschlagen. Es war nicht leicht. Sie sehen ja, dass der Ball sehr nah ins Netz kommt schon. Mächtiges Service. Jetzt die Chance auf den Punkt, auf den Ausgleich. Jawohl!
Wunderbar, das muss auch wieder Vertrauen in die eigene Stärke geben für Oliver Binder. Er ist Linkshänder, das ist ein Vorteil für den Aufspieler und nützt diesen Vorteil. Überraschend abgeschlagen, die Türken. Haben die gewusst, dass er Linkshänder ist? Ich glaube schon, aber in diesem Fall haben sie es vergessen. Schade. Statt einer Führung für die Österreicher, Führung für die Türken, 13-12. Ich glaube, er hat jetzt Betriebstemperatur. Bin mir sogar sicher. Fred Laure dirigiert seine Annahmespieler. Denn ein gefährlicher Mann ist beim Sponsor jetzt im Reparto. Sehr, sehr wuchtig, sehr gefährlich. Da reklamieren die Türken, sie hätten den Ball nicht berührt. Philipp Schneider hat ein breites Grinsen im Gesicht. Aber natürlich hat er den Ball berührt. Geht ins Out. Ich habe schon das Gefühl, dass die Österreicher jetzt ein bisschen besser im Spiel sind. Ein bisschen leichter beim gegnerischen Service den Ball zurückholen. Oliver Binder am Service, geht auf die andere Seite, versucht es einmal über links. Ja, Verteidigung und jetzt bravo Philipp Schneider. Und da ist die Führung zum Timeout. Also in diesem zweiten Satz, ich habe zwar die Statistik nicht, aber Mr. 100% Philipp Schneider. Zumindest am Angriff. Man sieht schon, sie bearbeiten den Markus Gutmann in der Annahme. Gute Verteidigung von Tato. Aber auch auf der österreichischen Seite. Und jetzt setzen sie durch gegen den Dreierblock. Tief durchatmen. Das Wichtigste ist der Punkt bei den Österreichern. Markus Gutmann schlägt den Block oben an. Josh Kuhn, der kann gut aufschlagen. Zeigt's auch. Bravo Markus Gutmann. Und bravo Thomas Zass. Für dieses Aufspielen. Wir konzentrieren uns auf das Spiel, der österreichischen Mannschaft hoffentlich auch. Simon Frühbauer eingetauscht beim Sprungservice. Und das hat er gut gemacht. Philipp Schneider verwertet zum 21-23. Simon Frühbauer für Markus Gutmann eingetauscht worden. Gehst du hin? Wir müssen wohl. Schade drum. Da war natürlich schwierig. Satzball für die Türkei. Satzball abgewehrt durch Gerald Reiser. Nach zwei herrlichen Verteidigungen der Österreicher.